So, liebe Leute, willkommen bei einer weiteren Pflanzenführung. Wildpflanzen, Wissen und mehr heißt ja die Reihe. Mal schauen, was für Wildpflanzen das wir zusammenbringen und welches Meer das dabei sein wird. Apropos Meer, was wir da sehen, es ist zwar jetzt nicht wirklich eine große Anzahl, aber es lässt sich verdeutlichen, was ein Teilerklärung für den Namen ist, nämlich das Wiesenschaumkraut. Wenn man sich das da so anschaut, unsere menschliche Fantasie, also es gibt mehrere Erklärungsversuche, wie es zum Namen Wiesenschaumkraut gekommen ist, unsere menschliche Fantasie, wenn man sich vorstellt, es gibt Wiesen, wo das wirklich stark vertreten ist, und wenn man von der Weiten rauf schaut, also von der Ferne, dann schaut das aus, wie wenn es Schaumkronen auf einem Wasser wäre. Also, weiß ich nicht, ob ihr schon mal eine Gischt gesehen habt, ein aufgeschäumtes Wasser, da wirkt es auch so, also die Schaumkronen am Wasser. Also Wiesenschaumkraut, das Schaum auf dies bezogen, beziehungsweise der zweite Erklärungsversuch ist jener, es gibt diese Schaumzikaden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gerade beim Wiesenschaumkraut, darum auch da möglicherweise der Name, werdet ihr oft vorfinden, und bin mir sicher, im Laufe des Jahres werde ich euch immer wieder mal solche Schaumnester zeigen. Das schaut oft aus, wie wenn wer wohin gespuckt hätte, wie wenn da eine Spucke hängen würde. Das ist aber keine Spucke, sondern ein Nest von einer Schaumzikade. Und Schaumzikaden sind voll gern auf dem Wiesenschaumkraut. Möglicherweise kommt da der Name her, weil ganz oft diese Schaumnester drauf sind. Das ist das eine Interessante zum Wiesenschaumkraut. Das andere Interessante ist, erstens, es interessiert uns immer unheimlich, kann man es essen? Ja, man kann es essen. Schaut, da ist wahrscheinlich eine Zitronenfalte sogar. Das könnte ein Kohlmeißling sein, ich kenne mich ja mit Schmetterlingen nicht richtig aus. Ja, wir Menschen können es auch essen, und ganz viele Insekten haben Freude mit dem Wiesenschaumkraut. Besonders Sandbienen, das sind ja jene Bienen, die, was habe ich euch schon mal gesagt, so in der Erde so Höhlen haben und ziemlich bald im Jahr einen Lebenszyklus loslegen, und die sind natürlich angewiesen auf frühblühenden Pflanzen, und das Wiesenschaumkraut, das ist jetzt Ende April, gehört eben zu jenen Pflanzen, die was als Nahrungspflanzen für die Sandbienen in Frage kommen. Aber nicht nur Sandbienen, sondern auch unsere normalen Honigbienen oder, wie wir da sehen, auch Falter sind am Werkeln. Und der Nektar, das ist gar nicht so leicht zugänglich. Da braucht man praktisch relativ einen langen Rüssel, dass man dazu kann, auch wenn die Blüte jetzt nicht so ausschaut. Zeitgleich findet man auch immer wieder mal solche Käferl da drauf und Mücken. Die holen sie aber dann nicht in Nektar, sondern im Pollen. Die ist interessant, und auch interessant, wenn man denn solche Dinge als interessant bezeichnen möchte, was ich persönlich ja tue, und ihr Wahnsinnigen, die was da die ganze Zeit zuschaut, auch, schaut, da werden schon wieder die ersten Früchte gebildet, das sind solche Schoten, und das Wiesenschaumkraut gehört zu den Saftdruckstreuer. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Das Besondere ist, dass, also, der Gegenentwurf zum Saftdruckstreuer ist der Trockenstreuer. Saftdruckstreuer, da ist, dass die Früchte, wenn sie reif sind, platzen auf durch Zelldruck, also der Tugordruck, die Flüssigkeitsansammlung in die Zellen wird so hoch, dass das Ganze irgendwann explodiert, entweder durch leichte Berührung oder durch Anschütteln, durch den Wind oder eben von ganz allein, und durch diese Explosion werden dann die Samen freigesetzt. Der Gegenentwurf, also die Trockenausstreuer bzw. Trockenstreuer, da ist so, dass diese Schotenwände immer trockener werden, und dann durch dieses Trockensein der Wände platzen die auf und dann fallen die Samen eher aus. Die Saftdruckstreuer, die haben praktisch das Vermögen, dass sie ihre Samen weit wegschießen, und es gibt, wie gesagt, wesentlich mehr Trockenausstreuer, aber das Wiesenschaumkraut ist eben einer dieser Saftdruckstreuer,
unsere ganzen Springkräuter, das kleine Springkraut, großblütige Springkraut und am meisten wird es wahrscheinlich mittlerweile sehen, dieses drüsige bzw. indische Springkraut, dieses Riesending mit diesen rosa Blüten können auch weiß sein. Und als unscheinbarer Vertreter auch unser Waldsauerklee, den Sie jetzt auch um diese Zeit blühen vorfinden wird. Ja, vom Essen, ich habe ja gesagt, kann man, aber ihr seht, es ist halt ein Hobby, sich solche Sachen zu pflücken. Weil richtig viel Blattgrün ist nicht zum Holen. Aber in echt, ich meine, wenn ihr einen guten Mixer habt, den unteren Teil, ich würde ihn wegtun, weil das ist dann schon faserig und bei mir zumindest wickelt sich das Ganze auch dann um diesen diese Mixmesser unten. Aber der obere Teil ist in der Regel dann ein bisschen weicher, das kann man dann schon verwenden und Blüten und Blätter sowieso. Nur, da muss man eben nur wissen, was man halt gern vom Geschmack mag, weil das Ganze kann schon sehr streng würzig sein. Also ein neutrales Grün ist nicht. Aber ja, das vielleicht mag man ja einen Geschmack in seinen Smoothie. Ja, Wiesenschaumkraut. Einer unserer ersten Kollegen, die was wir sehen, wir konnten ja wirklich, wir brauchen sie ja nicht weit bewegen. Da haben wir zum Beispiel schon wieder einen kriechenden Günsel, den habe ich euch, glaube ich, sogar schon mal gesagt. Das ist das, was so tannenbaummäßig jetzt auffällig unterwegs ist. Bei dem ist vielleicht das Auffällige, dass er auch unsere Nähe sucht, nämlich in unseren Rasen. Nur wenn er oft gemäht wird, bleibt er einfach ganz klar. Dann nehmen wir ihn vielleicht gar nicht mehr richtig wahr. Essbar unter Anführungszeichen. Ihr seht, auch da gibt es nicht recht viel Blattgrün. Muss man ausprobieren. Da ist er noch ohne Blüte. Und der, schauen wir mal, der gehört sogar da dazu, zu dieser anderen Günselpflanze. Da ist sein Mittelpunkt. Von da treibt er aus. Und nicht nur dieser Haupttrieb, sondern drum heißt der kriechende Günsel so wegkriechende Seitensprosse. Seht ihr das? Also da überall rundherum kriecht er von der Mitte weg in jede Richtung. Das hat eben seinen Namen kriechenden Günsel gegeben und da können dann auch wieder neue Pflanzenteile aufsteigen. Sehr gerbstoffreich, also wenn man Durchfall hat und keine Apotheke in der Nähe hat und keine Brombeerblätter in der Nähe hat oder Himbeerblätter, die was sicher noch besser geeignet waren, kommt man den benutzen. Ja, den Günsel, den kennt man eh. Ich meine, da kommt man viel herzeigen. Was ich voll interessant finde, es beginnt natürlich mehr oder weniger ausgebildet. Unsere Kornfelder werden schön grün und schon zum Teil prächtig groß. Gibt ja verschiedenste Kornarten und innerhalb dieser Arten einen Haufen Sorten. Es gibt wahrscheinlich mehrere hunderte Sorten an Weizen. Also nur, dass man das weiß. Ein Dinkel zum Beispiel ist eigentlich ein Weizen. Und von Weichweizen und Hartweizen, da gibt's wieder je hunderte Sorten. Und dann gibt's Winterweizen und Sommerweizen. Das eine muss man schon im Winter anbauen, dass er überhaupt dann wachsen kann. Der braucht den Winterreiz. Sommerweizen kann man im Frühjahr austragen. Der würde im Winter nicht überleben, hat dann möglicherweise ein bisschen weniger Ertrag. Aber um das geht es mir jetzt gar nicht wirklich, sondern ja, vielleicht die Komplexität dahinter. Wir werden das dann schon, ja, das ist eh gut zum Sehen, schon im Juni, spätestens Juli. Am meisten ist uns ja bekannt, wenn wir Getreide bestimmen wollten, dass man sagt, ja, auch die Grannen, also wenn es euch gewachsenen, schon fruchtenden Kornpflanzen in Erinnerung ruft, die haben ganz oft solche feinen Stabal ganz oben, wo die Kernl angemacht sind, das nennen sie Grannen. Und da ist ziemlich gut möglich, anhand der Grannen eine Bestimmung des Korns zu machen. Zum Beispiel die Gerste hat ganz lange Grannen und wenn man die angreift, dann ist das ein bisschen wie Sandpapier. Und beim Weizen, da fängt jetzt schon wieder der Kast zum Stinger an, da sagen wir, Weizen ist der ohne Grannen.
Das ist leider zu kurz gedacht, weil es gibt eben Hartweizen und Weichweizen. In Hartweizen nehmen wir voll gern für unsere Nudeln, also dass Nudeln gemacht werden, und Weichweizen wird eher für Brot und Mehl für Gebäckbäckerei hergenommen. Und der Weichweizen ist tatsächlich jener ohne Grannen, also das ist, wo man dann typischerweise sagt, schau, das ist ein Weizen, aber auch der Hartweizen hat wieder Grannen. Also da muss man genauer hinschauen, punkto Bestimmung oder zumindest punkto Aussage, dass man nicht hinpragt und sagt, das ist sicher Weizen, weil er keine Grannen hat. Und ja, wie gesagt. Nur, ich will da ganz woanders hin, ihr Armen. Es ist in diesem Stadium des Wuchses schon möglich, eine Bestimmung vorzunehmen. Ich konnte jetzt natürlich nicht sagen, welche Sorte von Weizen das ist, aber ich kann euch sagen, ob es ein Weizen, eine Gerste, ein Roggen oder ein Hafer ist. Und das funktioniert ganz gut mit diesen Blattöhrchen da. Seht ihr das? Also das, was diesen Halm beim Blattansatz, also wo dieses lanzettliche Blatt rauswächst, da umschließt diese Öhrchen, umschließen diesen Halm. Sieht man das, was er meint? Ja. Und beim Weizen, diese Öhrchen haben Wimpern. Ich glaube, das sieht man jetzt im Bild, dass da solche Härchen dran sind, also so wie unsere Augenwimpern. Da gibt es dann Merksätze, und die werde ich euch jetzt immer wieder mal raushauen, wenn wir wieder auf eins von diesen Getreide stoßen. Schauen wir da eins weiter, vielleicht haben wir ja Glück und da ist dann was anderes angebaut. Der Weizen hat Wimpern, Merksatz, Weizen mit W und Wimpern. Moment, ich habe da eine Benachrichtigung, weiß ich nicht wieso. Weg, ist schon weg. Weizen wimpern, also ist weh merken. Dann haben wir ganz oft die Gerste anbaut. Die Bierbrauer, die werden jetzt sagen, ja, das ist meine Fraktion, aus der Gerste machen wir das Bier. Schauen wir mal, was wir da haben. Zumindest ist es schon weiter gediegen von der Entwicklung. Aber nein, ich kann euch das auch sagen. Machen wir nochmal das Zoom rein. Wo sehen wir dieses? Da sehen wir es. Das wird natürlich noch größer, wenn sich das Korn entwickelt. Aber auch da seht ihr diese Härchen da nicht stehen. Also auch diese Öhrchen sind schon wieder bewimpert. Somit muss es ein Weizen sein. Da muss ich nur mal ganz kurz ausholen. Es gibt dieses Trittighalle. Trittighalle ist eine Mischung aus Weizen und Roggen. Ist halt dann ein bisschen schwierig, weil das kann Merkmale von diesem oder von jenem mehr haben. Beim Roggen wäre das Merkmal, also auch der Roggen hat solche Öhrchen beim Blattschaft, reicht nicht rum. Also da gängen diese Öhrchen nicht schön rund um den Halm oder den Schaft rundherum. Und bei der Gerste geht ganz rum. Die Gerste hat die größeren Blattöhrchen, und wie gesagt, ich bin mir sicher, ich kann euch das bald einmal sagen, aber das Sprüchel, bis man sich das gemerkt hat, ist wahrscheinlich eh kein Fehler, wenn man es öfter gehört hat. Ja, wisst ihr was? Ich beam uns jetzt einmal dort rauf, ins Unterholz rein sozusagen. Ich habe da die Hoffnung, dass wir schon diese Frühjahrsblüher am Verblühen ein bisschen sehen, und vielleicht findet man dort schon ein bisschen Maiglöckchen, zumindest im Austrieb. Das ist immer ganz gut, wenn man es kennt. Und dann schauen wir, was noch so passiert. Na super, wir sind gar nicht da aufgekommen. Was sagt denn keiner was, dass es ja da eh schon weitergeht? Schaut mal, was da oben ansteht. Falsch, es sind keine Pilze, und richtig, die was schon länger dabei sind, es sind die Sporentriebe vom Ackerschachtelhalm. Der Schachtelhalm ist entwicklungsgeschichtlich viel öder wie unsere Samenpflanzen. Der vermehrt sich praktisch nicht so wie unsere Samenpflanzen, das mit doppelter Befruchtung und all diese Dinge, sondern das ist nur eine Sporenpflanze. Also die entwicklungsgeschichtlich viel öder und noch anders aufgebaut wie unsere hochentwickelten Pflanzen.
Und es gibt viele Schachtelhalme und der Acker Schachtelhalm ist einer davon. Es ist vielleicht der bekanntere, es wird ein Zinnkraut genannt, weil seine vegetativen Triebe werden ganz gern oder sind genutzt worden zum Putzen von Kupferkesseln oder Metallkesseln, weil so viel Kieselsäure drinnen ist, dass diese Kieselsäure eine Scheuerwirkung hat. Diese Scheuerwirkung, braucht ihr euch jetzt nicht merken, jetzt sage ich die vegetativen Teile eh nochmal, wenn es soweit ist, diese Scheuerwirkung mochten auch für uns nicht als Esspflanzen, da kommt eh schon raus, Schatz, diese Scheuerwirkung ist für uns, mochten nicht zu einer Esspflanzen, weil wir müssen uns vorstellen, wenn das Kupferkessel scheuern kann und wir beißen das Zeug, dann scheuert das unseren Zahnschmelz weg. Und zeitgleich ist er in der Naturheilkunde eingesetzt. So viel dazu gesagt, aber keine Speisepflanzen. Auffällig ist, ja, man muss mal wissen, wann wir einsetzen will, als Tee, harntreibend oder so, es gibt eben auch eine Verwechslungspflanze unter Anführungszeichen, nämlich den Sumpfschachtelhalm. Ackerschachtelhalm und Sumpfschachtelhalm wachsen gern in derselben Umgebung. Also der Ackerschachtelhalm muss nicht zwingendermaßen auf einen Acker wachsen, der kann auch in sumpfigen Bereichen wachsen. Wir kommen dort dann eh noch hin. Der kann auch dort wachsen, wo der Sumpfschachtelhalm sich wohlfühlt. Und der Sumpfschachtelhalm kann auch, wisst ihr, es gibt, also auch das Feld hat praktisch ein Gefälle. Und wo Gefälle sind, kann es sein, dass sie besonders feuchte Bereiche bilden, nämlich dort, wo unten ist sozusagen. Und auch da fühlt sich dann der Sumpfschachtelhalm wohl. Was man aber wissen kann, ist, der Sumpfschachtelhalm unterscheidet sich in ein Riesending, also in mehrere Riesendinger. Nämlich dieser Ackerschachtelhalm, was er da jetzt austreibt, sind seine generativen Triebe. Also da geht es um Vermehrung und das sind die vegetativen Triebe. Da geht es praktisch um Blattgrün und um Photosynthese und Energieerzeugung plus vegetative Vermehrung. Wenn wir da jetzt runtergraben würden, dann würde man feststellen, dass diese ganzen Pflanzen ziemlich miteinander verbunden und verzwiebelt sind. Das ist die Aufgabe vom vegetativen Trieb. Ihr seht, das sind zwei verschiedene Arten. Das generativer Trieb, vegetativer Trieb. Beim Sumpfschachtelhalm ist es so, dass der generative Trieb sich vom vegetativen Trieb optisch nur darin unterscheidet, dass dann praktisch auf diesen grünen Bäumchen so ein Sporentrieb oben sitzt. Also der Sumpfschachtelhalm treibt nicht einen extra Sporentrieb aus, sondern hat seine Sporenanlage auf einen vegetativen Trieb drauf. Also dann haben wir so ein kleines Bäumchen praktisch mit so einem Sporentrieb drauf. Das war einmal ein Unterscheidungsmerkmal. Wir sehen das eh nur mal, wenn es größer ist, beziehungsweise wenn da die vegetativen Triebe heraus sind, weil auch an der Länge dieser Einzelglieder im Vergleich zur Blattscheide kann man Sumpfschachtelhalm und Ackerschachtelhalm gut miteinander unterscheiden. Aber das finde ich mal interessant. Wenn sich jetzt wer fragt, schauen wir mal, ob da schon schön Pollen zum Herzagen ist, das schaut mir schon wieder gescheit ausgestaubt an. Wenn sich jetzt wer fragt, wie kann ich denn das essen? Ja, das ist jetzt nicht giftig. Also, wenn wer mag, dann kann er das probieren und kann er ein bisschen so wie Spargel benutzen, kann man auch einmal mit Salzwasser ein bisschen kochen und dann wo dazulegen. Also diese Sporentriebe sind gut essbar und da hat man auch nicht diese Scheuerwirkung durch die Kieselsäure, wie man es dann beim Blattgrün hätte. Ja, das Blattgrün müssen wir sich eben dann mal gesondert anschauen. Da sind wir jetzt noch nicht so weit. Nur so viel schon dazu erzählt. Der Ackerschachtelhalm ist ein relativ gefürchteter Begleiter von Feldern und Äckern, weil er, ich reiße uns da nochmal ein Baby aus, was gerade rauskommt, weil er so stark vegetative Vermehrung betreibt. Also
Wenn man nicht aufpasst, hat man irgendwann ein Feld voller Ackerschachtelhalm, was jetzt ja so gesehen nicht das Problem wäre, wenn nicht auch der Ackerschachtelhalm Nährstoffe aufnahmt und somit eine Konkurrenz ist für die Feldfrucht. Nicht nur, dass er sich von sich aus vegetativ gut vermehrt, es ist auch durch die Bearbeitung von unseren Feldern, das heißt, wenn praktisch einmal gepflügt wird, dann zerreißen diese Wurzelteile und der kann sich aus kleinsten Wurzelteilen wieder neu gestalten. Also aus einem kleinen Wurzelfutzel kann auf einmal wieder eine neue Ackerschachtelhalmpflanze wachsen, die was sich dann wieder vegetativ vermehrt. Das kann zu einem Mordsproblem führen, was zum Teil dann tatsächlich nur durch Einsatz von Hilfsmitteln aus unserer Forschungsküche zum Bekämpfen ist. Aber ja, jetzt mal genug vom Ackerschachtelhalm, weil sonst kommen wir... Achso, na ja, wisst ihr was? Es heißt ja, diese Reihe heißt Wildpflanzen und mehr, also Wildpflanzenwissen und mehr. Und da steht auch und mehr. Also ich meine da jetzt nicht das da, sondern ich meine das da. Ich werde es das wahrscheinlich, besonders im Winter nimmt man es oft wahr, oft mitten in Felder finden. Und das ist nicht irgendwie der Versuch von Bauern mit Holz an dem Buchstaben T darzustellen, sondern das ist eine Aufsitzhilfe für Jagdvögel. Jagdvögel machen normalerweise fliegen sie umeinander und schauen von oben runter, um was zu finden, was umeinander rennt, das was sie jagen können. Im Winter müssen die einfach ziemlich Energie sparen und sie haben durch unsere Felder oft keine Bäume oder erhöhte Flächen, wo sie sich aufsitzen können, um von oben runter schauen zu können, um dann zu jagen. Und unsere lieben Landwirte und Bauern stellen ganz oft solche Aufsitzhilfen auf, weil dann kann da der Vogel drauf sitzen, kann schauen und kann von da aus seine Jagdbeute erlegen. Also das nennen sie, ist eine Aufsitzhilfe, also für die Aufsitzjagd, was dann gemacht wird. Ja, jetzt haben wir unten mehr auch schon dabei, aber wisst ihr was, soll ich mich beamen? Oder gehen wir einfach? Was sagt ihr? Beamen. Ja, okay, dann beamen wir uns da zum Waldrand. Oh, oh, die Beammaschine ist kaputt. Also wir haben zwar einen Stickerl Weg verbeamt, aber das Beamen ist abgebrochen worden, wahrscheinlich wegen dem da. Ich habe meine Beammaschine so eingestellt, dass sie den Vorgang abbricht, wenn was Herzeigbares auftaucht auf dem Weg. Und das ist da jetzt passiert. So gesehen sehr aufregend, weil das ist ein ähnliches Geschichtel wie beim Ackerschachtelhalm. Das fängt auch mit Acker an, das ist die Ackerkratzdistel. Und die Ackerkratzdistel, da alles Ackerkratzdistel, ist auch ein gefürchteter Ackerbegleiter, weil die dasselbe kann wie der Schachtelhalm. Wenn Wurzeln zerrissen werden, dann können sie aus kleinsten Wurzelteilen wieder neue Pflanzen bilden. Was aber für uns jetzt interessant ist, wenn wir spazieren gehen und solche jungen Ackerkratzdistelpflanzerl sehen, das so genau, also stachelig, aber das ist sogar noch, wenn es so jung ist, ist das Stachelige noch so gering, das kann man, und ich tue das auch gern, das kann man tatsächlich nur in den Smoothie reinhauen, man hat dann keine Dornen, die was spürbar sind. Also man kann es, wenn man es ganz jung erwischt, so wie da, auch als Blattgrün nur so in den Mund stecken. Das verliert sich, wenn es öder werden. Aber nicht nur das Blattgrün ist interessant, sondern auch diese jüngsten Wurzelchen, also da drunter gibt es irgendwo eine große Wurzel oder vielleicht sogar nur ein Wurzelteil von einer zerrissenen Ackerkratzdistel aus dem Vorjahr. Diese sind
ganz saftig und unverholzt und gut zum Beißen. Also man kann praktisch da diese ganze Jungpflanze inklusive Wurzel für sich nutzen. Und ja, ich finde diese Wurzeln immer kostwürdig. Ja, darum haben wir da jetzt gebremst. Nur dazu gesagt, man muss halt dann ein bisschen aufpassen. Manchmal werden diese Dinge halt bekämpft und man sollte halt dann nicht unbedingt was Gespritztes essen oder so. Also mein Tipp ist, schaut es euch einfach gut an, wie das Grün ausschaut für die Pflanzen, die was auf dem Feldrand erntet oder kosten wollt. Ganz oft ist ein Hinweis, wenn andere Pflanzen irgendwie vergilben. Also wenn es ganz gelbe Brennnesseln seht und ganz gelbe, da schaut es mich eh so an, ganz gesund schaut mir das nicht an. Also da würde ich jetzt nur kosten praktisch und mir nicht irgendwie was für ganz viel für einen Mittagsmuffi holen. Das nur am Rande. Und da schaut es da wieder schon größer, der Ackerschachtelhalm. Da überall kommen diese vegetativen Triebe raus. Ja, aber ja, ich packe jetzt meinen Spatel wieder ein und dann beamen wir wieder weiter. So schaut es, jetzt haben wir es tatsächlich zumindest im Randbereich vom Wald geschafft und da sind wir im Unterholz sozusagen. Und auch da ein toller Schachtelhalm. Ich habe gesagt, es gibt viele. Das wird der Riesenschachtelhalm, der aus 60, also das sind praktisch die Reste vom letzten Jahresbestand. Und der ist wahrscheinlich ungefähr einen Meter hoch gewesen. Also das können ziemlich stattliche Schachtelhalme werden. Und ihr seht, auch da gibt es diesen großen Sporentrieb. Bei uns wird es noch oft den Waldschachtelhalm finden, der ist aber bleibt viel kleiner, wächst so gern wie der Riesenschachtelhalm im Waldbereich, aber bleibt viel kleiner, so 30 cm, also kann man nicht verwechseln. Und toll, und das muss ich jetzt nur sprachlich machen, die Schachtelhalme müssen nicht zwingend dann solche Seitenästchen kriegen, sondern das können auch einfach ganz gerade Stabel sein, die was aber dann erkennbar sind, dass auf diesen geraden Stabel diese Knotenpunkte gibt, da wo beim Riesenschachtelhalm und beim Ackerschachtelhalm dann solche Zweigerl weggingen. Das ist dann wäre der Winterschachtelhalm. Also da gibt es verschiedene Großgruppen, wo es dann wieder Untergruppen gibt. Ja, Schachtelhalm doch ziemlich formenreich in der Erscheinungsform. Formenreich in der Erscheinungsform. Nicht so tragisch, ihr kennt sehr mein Deutsch da. Also das ist echt. Oh, schaut, seht wie viel Pollen das da rausgeht. Das ist natürlich auch immer fantastisch. Also Pollen, stimmt nicht. Entschuldigung, sofort zurück. Sporen. Pollen ist es nicht. Das sind Sporen. Was da der Unterschied ist, das erkläre ich jetzt nicht, weil das sprengt natürlich schon wieder alles, was ich mir überhaupt vorgenommen habe. Aber schaut, was ich schon mal ausgepackt habe, weil das ist was, was vielleicht viele von euch interessiert. Ja, was kommt man denn jetzt an Grünzeug mit heimnehmen, wenn man schon wo ist? Gleich einmal, ich versuche, mein Grünzeug nicht mitten vom Weg zu nehmen, auch wenn das jetzt nicht wirklich ein brader Weg ist, oder für Wildläufe, weil auch Füchse, Fuchsbandwurm ist eine reelle Geschichte, den gibt's, aber Füchse rennen so wie wir am Liermann am Weg. Also die schlagen sich nicht einfach durchs Unterholz, wenn es nicht sein muss. Das heißt, ich gehe nicht direkt auf den Weg, sondern ich gehe ein bisschen weg vom Weg und dann schaue ich, was sie da alles findet. Klassisch, und das kommt immer in mein Sackerl um diese Zeit, besonders diese Jüngsttriebe, ist der Giersch. Gut erkennbar, nochmal erklärt, aber der ist bis zum Erbrechen erklärt auf YouTube. Die Blätter werden schon älter. Ich mag eben die was noch nicht ganz entfaltet sind. Die nehme ich am liebsten mit. Aber Giersch, Hauptmerkmale, dreikantiger Stiel, seht ihr das? Also der Stiel ist dreikantig. Dann eine Trilogie an Blättern, also da einmal mit drei
Und da links und da rechts auch nochmal mit je drei Blätter. Jetzt werdet ihr gerechtfertigterweise sagen, ja schau einmal, da unten sind ja nur zwei Blätter und da auch. Das stimmt, aber was auch stimmt, ist, dass man das dritte Blatt angedeutet sieht. Seht ihr das? Also da geht ein kleiner Mugel da rein, wo man sieht, aha, tatsächlich, das hätte auch ein drittes Blatt werden können, wie das da so der Fall ist. Also das ist typisch. Also, ist Petersilartig im Geschmack, aber wie gesagt, das ist was, was die meisten Leute sowieso schon gut kennen. Im Wald, es gibt viele Labkräuter, im Wald finde ich hauptsächlich das Klettenlabkraut. Das klettet schon so jung an meinen Finger. Das ist aber trotzdem extrem gut nutzbar. Wenn das größer wird, und dann kann das riesengroße Bestände bilden, dann ist eher nichts mehr zum Essen, weil es zu fasrig wird. Dann kann man es noch alle in Smoothie hauen, beziehungsweise entsaften, wenn wer einen Entsafter hat. Da dazwischen, darum ist es immer gut, wenn wir wissen, was wir brauchen und was nicht, ist eine vierblättrige Einbeere. Da eben schon toll die Blüte ausgebildet. Wobei eben diese Blüte, schaut da in der Mitte, also Einbeere, die macht nur eine Beere, darum ein Fruchtknoten. Diese Blüte soll verrottendes Fleisch imitieren und somit Fliegen und Moderliebhaber anziehen, die was dann bei der Bestäubung mithelfen. Und ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr oft mal mit fünf Blättern eine seht, oder mit drei Blättern oder mit sechs Blättern, das sind dann trotzdem alles die vierblättrigen Einbeeren. Da dazwischen dafür wieder, da wächst der Taubnessel, nachdem die jetzt da noch nicht blüht, ich würde annehmen, dass das die gefleckte Taubnessel ist, aber das macht überhaupt nichts. Also Taubnessel könnt ihr alle verwenden. Manche schmecken einfach strenger nach Pilze wie andere. Da muss man schauen, ob man das mag. Das Taubnesselige, aber es kann euch nichts passieren, wenn ihr das in Smoothie reinhaut. Also das kann man mitnehmen. Bärlauch würde ich jetzt für mein Smoothie nicht mitnehmen, aber was ich voll gern habe, ist natürlich die Brennnessel. Im Vergleich zur Taubnessel hat die Brennnessel Nesselhaare, die was uns Nesseln kennen. Wobei, da muss man dazu sagen, die Brennnessel ist dort am hamtigsten bzw. am nässlichsten, wo es viel gestört wird. In einem Bereich, wo wenig Irrung ist, also wo nicht gemäht wird, wo nicht irgendwie diese Brennnessel verletzt wird die ganze Zeit, kann es sein, dass die Brennhaare so gut wie nicht ins Gewicht fallen. Und wenn sie ins Gewicht fallen, macht nichts, das hört wieder auf, das Brennseln. Also ich pflücke Brennnessel immer ohne Handschuhe. Vielblütige Weißwurz steht da durch, also das muss man wieder stehen lassen. Die ist nicht zum Essen, wird dann dafür schön blühen. Da herüben habe ich gesehen, das ist zwar wahrscheinlich ein bisschen verführerisch, jetzt hat er einen Hänger, die rote Lichtnelke, so heißt es. Es gibt auch die weiße Lichtnelke. Von der Giftigkeit her gibt es unterschiedliche Aussagen. Es hat halt recht ein einladendes und viel Grün. Die weiße Lichtnelke hat eine ähnliche Blüte wie das, nur halt eine weiße Farbe. Ich persönlich benutze nicht. Was tollst ist das Blattgrün von der Kohldistel. Da nehme ich immer eins mit. Und da darf man sich nicht irren lassen, dass es verschiedene Formen gibt. Da gibt es eben so tief eingeschlitzte Blätter, so wie wir das da haben, beziehungsweise fast rundlich wirkende Blätter, wie wir das da haben. Was ich nicht mache, ist, dass ich angefressene Blätter mitnehme. Ist nicht notwendig. Es gibt ja genug schönes Grün. Was auch rein darf, ist eben das Blattgrün oder wenn's wollt, die Blüten vom gefleckten Lungenkraut. Also auch das passt super in ein Smoothie-Sackerl um diese Zeit. Und auch immer rein darf der Löwenzahn.
Löwenzahn gibt es ein eigenes Video, weil das ist für mich einer der Stars unter den Pflanzen, obwohl wir ihn eh schon so oft gesehen haben und so gut kennen, wissen wir wahrscheinlich relativ wenig über ihn. So, da kommt wieder ein Trampelpfad, seht ihr das? Und das ist praktisch da ein bisschen links und ein bisschen rechts davon, brug ich selber praktisch keine Wildkräuter. So, und jetzt da auch noch, schaut, ich habe jetzt da keine Blüte, das war nicht ich, schaut, da fällt die Blüte. Also ihr müsst es jetzt glauben, hoffentlich habe ich das Vertrauen schon erarbeitet, es ist die Waldschlüsselblume bzw. hohe Schlüsselblume, da kann man sehr gut das Blattgrün benutzen und aber auch die Blüten werden nutzbar. Da muss man halt aufpassen, weil die echte Schlüsselblume wäre geschützt. Wenn es das interessiert, auf der Homepage gibt es da Fotos. Da, tolle Sache. Ich nehme es nicht so klar. Ich würde mir jetzt auch noch keine Sorgen machen. Außer Durchfall würde auch nichts passieren. Da haben wir schon wieder das drüsige Springkraut am Entstehen. Das, was mittlerweile ein bisschen ein Problem bei uns wird, ja, weil es einen Lebensraum für andere Pflanzen einnimmt. Aber das sollte jetzt nicht Thema sein. Das wird ein Thema, wenn es groß genug ist. Da wieder der leckere Giersch, mit noch unentfaltet. Je älter das der Giersch wird, desto eher ist er für spinatigen Einsatz geeignet. Also man kann auch große und ältere Gierschblätter ohne Probleme benutzen, nur dann wird es eher zum Kochen. Da Brennnessel ist immer willkommen bei mir. Bärlauch passt für mich nicht in einen Smoothie rein. Und weil wir jetzt so viel Grün gesehen haben und ich eh wahrscheinlich schon wieder zu geredet habe, schauen wir sich noch was Blühendes an. Da ist dann klar, da wird es feucht und ihr seht, auch da ist der Riesenschachtelhalm toll unterwegs. Auch der mag das da, dieses Feuchte mit seinem Sporentrieb, Hüpfen ausstauben. Und das haben wir schon gesehen, nämlich die Sumpfdotterblume. Und da haben wir gesagt, in manche Länder gibt es zwar Verwendung für die Blätter, die werden aber dann mehrfach ausgekocht, das Kochwasser weggeklärt. Zum Teil werden diese Blütenknospen so gepflückt und kapernartig eingelegt. Auch wenn es als giftig beschrieben ist, das ist zum Beispiel was, was man sich vorstellen kann, wenn man das ausprobieren möchte, ja, dann tut das einfach, da wird euch nichts passieren, wenn ihr da 10, 20 Stickel einmal in einen Salat reinhaut, so das Kapern. Also das kann man ruhig machen. Sonst Blattgrün nicht essen und dazwischen sehen wir noch, mit dem hören wir jetzt auf, dieses Grün ist vom Schaboxkraut. Das Schaboxkraut ist da schon verblüht, seht ihr das? Da sagt man, gehört zu den Hallenfußgewächse, so wie das da auch. Wenn die Blütezeit vorbei ist, sollte man das Blattgrün nicht mehr nehmen, wegen der Pyrolycidin, Alkaloide, Hallenfußgewächse, schon wieder ein Hänger. Ich habe heute schon zu viel geredet, wie es ausschaut. Ja, ihr wisst es eh schon, wieso muss ich die ganze Zeit reden? Hallenfußgewächse, was ist das Gift für die Hallenfußgewächse? Ja, ich weiß schon. Jetzt lasse ich euch roden. Ich sag euch, was rauskommt, wenn man es trocknet, nämlich ist ungiftige Anemonin. Was ist der Grundstoff? Ist Protoanemonin. Das Protoanemonin geht durch Trocknung eben verloren. Wenn man diese Schaboxkrautblätter jetzt trocknen würde, dann wäre es problemlos nutzbar. Die Frage ist, wieso sollte man das tun, wenn es eh so viel anderes Grün gerade zum Nutzen gibt. Genug für diese Runde. Schaboxkraut werden wir nochmal genauer sehen. Nicht, weil es jetzt irgendwie so hochinteressant war für die Blüten oder für die Früchte. Wobei, Schatz, da habe ich das Glück, weil bei uns ist Schaboxkraut ganz selten tatsächlich Samen ausbildet. Sie eher über Brutknöllchen verbreitet und diese Brutknöllchen möchte ich euch noch genauer sagen. Das vielleicht noch angekündigt und dann lassen wir es jetzt gut sein für die Runden. Wir sehen sie bei der nächsten Führung.